Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Dieses Mal mit dem McLaren Car Reveal. Ihr seht ihn schon im Hintergrund und es ist der MCL35. Da musste ich gleich mal ablesen. Ähm aber das ist der neue McLaren und farbentechnisch haben sie nicht viel gemacht. Wir haben das Grunddesign des Orange und des Blau wurde beibehalten. Allerdings sieht er von der Seite ein bisschen anders aus und das werden wir natürlich gleich in den anderen Bildern sehen. Ich habe wieder fünf Bilder rausgesucht, die wir uns kurz analytisch anschauen und das Ganze einfach mal bewerten. Wir haben jetzt schon den Vergleich mit Ferrari, Renault und Red Bull. Und ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, so viel Verschiedenes wird es bei diesem McLaren nicht mehr geben. Und ich glaube auch, dass bei Mercedes, bei ähm, Alpha Tauri und wie sie alle heißen, heißt das überhaupt Alpha Tauri? Ihr wisst schon, wen ich meine. Ähm, ich glaube, da gibt es gar nicht viel verschiedene Sachen mehr. Und wir haben das Größte jetzt schon gesehen. Aber schauen wir uns einfach mal den McLaren an, wie der Ganze gestaltet ist und ob uns was Auffälliges auffällt. Geile Satzstellung. Wir haben hier auf jeden Fall die Frontansicht oder von oben und wir sehen im Vergleich zum Red Bull, vorne ist die Nase zu, also das typische Ferrari-Modell, nenne ich es jetzt einfach mal. Also da hat Red Bull tatsächlich mit der Öffnung was anderes gemacht. Der McLaren ist hier auf jeden Fall zu. Ansonsten geht hier der Flügel auch nicht komplett, der fängt hier erst ein bisschen seitlicher an. Ansonsten die ge gebogene Form, die kennen wir schon. Auch erstaunlich ist, hier ist theoretisch alles frei. Also da hätte ich mir vielleicht ein bisschen was gewünscht, aber man sieht auch schon, dass der Unterboden ähnlich wie bei den letzten Autos komplett Richtung Hinterreifen geht, was man ja auch von den anderen Autos schon kennt. Ansonsten ähnlich wie bei Red Bull seitlich hier diese Platte, eine, ein Seitenteil äh, seitlich am Flügel. Da hat ja Ferrari zwei Teile. Ähm, ansonsten die Nase ist wie gewohnt. Und auf den ersten Blick auch hier die Seitenteile ist nichts anderes zu erkennen, was bei den, anderes, bei den anderen Autos ist. Ich finde von dieser Seite, und das könnt ihr vielleicht nochmal anschauen, wenn ihr mein Ferrari-Video anschaut von den letzten Tagen, ich finde der Sturz des McLaren ist überhaupt nicht so steil wie der Red Bull oder wie der Ferrari. Vom Gefühl her ist der Ferrari noch ein bisschen bockiger. Ähm. Wundert mich ein bisschen, aber was man hier von der Seite wunderschön sieht, ist das Design. Und mir gefällt dieses Blau sehr geil, ähm, denn es erinnert so ein bisschen an die Zeit, wo Alonso Weltmeister geworden ist. Wenn ihr euch noch erinnert, wenn dieses Braun jetzt noch ein bisschen heller wäre Richtung Weiß, dann hätten wir fast den Alonso-Renault, mit dem er damals Weltmeister geworden ist. Deswegen das Design, äh, nicht Weiß, Gelb natürlich, ähm, aber er sieht fast so aus wie ein Renault damals und deswegen finde ich dieses Blau viel besser wie vorher. Hier hinten dieses Abgetrennte und dann ging es halt einfach in das Orange über. Hier oben noch ein bisschen grau-schwarz und der Flügel auch im grauschwarz schwarz Design. Ansonsten gibt es da auch wirklich nicht vieles Neues. Wir gucken hier nochmal von der Seite drauf und sehen auch hier diesen abgeschnittenen Seitenkasten. Also auch ein bisschen anders wie bei den anderen. Ansonsten die Verstrebungen, das kennt man schon. Und was man von hier, von hier auch einigermaßen noch sieht, ist, dass hier auch dieser Luftkanal ist. Also man sieht ihn nur ganz leicht hier vorne. Aber auch hier hat McLaren schon einen kleinen Luftkanal unter dem Flügel installiert, ähnlich wie Ferrari und die anderen auch. Der Flügel an sich, ja, da gibt es nicht viel äh, auch hier. Ist diese gebogene Form geblieben vom Flügel und seitlich hat McLaren hier hinten noch ein paar Teile gemacht mit ein paar Ritze, damit einfach die Luft besser durchfließt, wahrscheinlich. Und sie haben hier unten nochmal eine Seit ein Seitenblech installiert, nenne ich es mal. Da bin ich auch gespannt, ob das nochmal ein bisschen zusätzlich Abtrieb bringt. Ansonsten normaler Heck, äh Heckboden, sage ich schon. Ansonsten normaler Unterboden, hier ganz normal. Da hat Renault laut dem Bild ein bisschen mehr Action. Hier nochmal von der Seite sehen wir, wie gesagt, äh, der Unterboden geht auch hier bis zur Hälfte des Rades. Da wird sich auch bei den restlichen Teams nicht viel verändern. Ansonsten finde ich, ist hier ein bisschen leere Fläche. Also da kann gerne noch ein Sponsor drauf, weil sonst es wirkt ein bisschen ziemlich, ja, braun-gelb. Also viele freie Fläche. Da könnten sie gerne noch was drauf machen. Ähm, auch hier vielleicht in dieses blaue. Wobei wir auf dem anderen Bild einen Sponsor hatten, sehe ich gerade, also das wird wahrscheinlich vorher aufgenommen. Ansonsten sieht man hier nochmal die, die, die Neigung der Nase. Ist ein bisschen weicher, habe ich das Gefühl, als bei Ferrari zum Beispiel oder bei Red Bull. Da geht es doch ziemlich schnell steil nach unten. Aber auch hier nochmal eben der Flügel. Auf jeden Fall ein Seitenteil. Und man merkt jetzt auch schon an diesen Bildern, ich habe es am Anfang erwähnt, viel Variation werden wir glaube ich nicht mehr sehen, denn. Die Teams haben jetzt ein 2020er Auto hingelegt, wollen natürlich so weit wie möglich kommen, aber der volle Fokus liegt auf 2021 und da werden wir neue Autos sehen mit gebogenen Flügeln, mit kleinerem Heckflügel, wie auch immer. Deswegen war klar, dass wir nicht mehr eine große Innovation bekommen, aber das Design von McLaren finde ich persönlich besser als das von 2019, weil es jetzt mehr an äh, theoretisch einen Renault erinnert. Ich glaube, ich habe vorhin McLaren gesagt, fällt mir gerade so auf bei dieser Aufnahme. Ich meine natürlich den Renault, wo Alonso Weltmeister geworden ist, in diesem Blau-Gelb. Ich finde, der ähnelt dem ziemlich stark, aber ich finde das Design nicht schlecht. McLaren probiert ein bisschen was anderes, sieht ein klein bisschen anders aus. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ich denke, im nächsten Jahr kommt diese vielleicht einheitliche McLaren-Lackierung, kommt dann obendrauf auf das 2021-Auto oder mit noch ein paar mehr Streifen, denn das sieht immer ein bisschen sportlicher aus. Aber da müssen wir uns noch überraschen lassen. Das Ganze wird dann im Januar oder im Februar 2021 stattfinden. Das Ganze ist noch ein Jahr entfernt. Bis dahin müssen wir mit der 2020er Version klarkommen. Und hier sehen wir es nochmal als Abschluss von oben. Also zusammengefasst, Flügel vorne eher geschlossen, da ist kein eigener Luftschacht. Flügel fängt ein bisschen später an, Seitenteil normal, Unterboden geht bis nach hinten. Dann haben wir diese typische Seiten. Heckseitenflosse äh, nenne ich es mal, oben natürlich die Hauptflosse, das normale Gestrebe seitlich für die Luft und ja. Ansonsten glaube ich, kann man da erstmal nicht mehr über den McLaren sagen. Auch hier sehen wir, wie die Leistung ist in den offiziellen Testfahrten, die in zwei Wochen beginnen in Barcelona und äh, oder in einer Woche knapp sogar schon in Barcelona und dann natürlich im März, wenn es in Australien in die neue Saison geht. Ansonsten danke fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao ciao.